Meine Damen und Herren, der Kollege Elsner hat mir einiges vorgegeben. Ich versuche, da dieses Tempo aufzunehmen. Zunächst entschuldige ich mich bei Professor Monheim. Ich bin im österreichischen Eisenbahnwesen mit 65 Jahren. Ich habe bereits ein Methusalem, sollte nach Ihrer Definition erstens nicht mehr da sein und zweitens gar nicht mehr reden, aber eine Zeit lang tue ich das noch. Kollege Elsner, weil Sie, ich darf ja das sagen, Sie sind ja ein junger Mann, hätte Kreisky gesagt, das Überleben der Pannonia-Bahn verdanken wir unter anderem einem taktischen Foul meiner Person in einem Zeitungsinterview. Es gab die Zeit Ende der 90er Jahre, als Landeshauptmann Stix und der damalige ÖBB-Personenverkehrsvorstand Gerhard Stindl laut darüber philosophierten, die Strecke Wulka-Brodersdorf-Eisenstadt-Neusiedl einzustellen. Und irgendeine regionale Zeitung im Burgenland hat mich gefragt, ob sich denn die Raberbahn vorstellen könnte, diese Strecke weiterzuführen. Und ich habe damals gemurmelt, ich kenne die Zahlen nicht, wir würden uns das natürlich gerne anschauen, weil ich es als Eisenbahner prinzipiell traurig finde, wenn in unserer Region eine Bahn eingestellt wird. Noch mehr habe ich nicht gebraucht, weil bevor es die Raberbahn übernimmt, da hat dann auch Gott sei Dank Nachfolger in der ÖBB sofort den Hebel umgestellt. Und ich muss sagen, ich freue mich über die Modernisierung und die Elektrifizierung der Pannonia-Bahn mindestens so sehr, wie ich mich 10 Jahre vorher gefreut habe über die Elektrifizierung der Neusiedler Seebahn, Neusiedl, Bamhagen, Fertösen-Piklosch. Also ich bin froh, dass ich durch dieses indirekte Foul ein bisschen was beitragen konnte zur Sicherung des Eisenbahnnetzes in unserer Umgebung. Kollege Zingel und Kollege Flam, eine Ergänzung zu euren Ausführungen, die euch freuen wird. Bei der Raberbahn sind die Vorgänge dynamisch, sogar in bilateralen Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium, das liegt eher an der Raberbahn als am Verkehrsministerium. Es ist Folgendes gelungen, dass wir die Privatbahnfinanzierung bei der Raberbahn umgestellt haben. Weil Privatbahn ist ja an sich lachhaft bei der Raberbahn, 65% Staat Ungarn, knapp 30% Republik Österreich und dann irgendein dritter Eigentümer, der man meistens nicht einfach glaubt, Strabagmeister. Oder jedenfalls davon einer Privatbahn zu reden, ist ja etwas eigen und wir haben das jetzt so umgestellt, dass die Infrastrukturfinanzierung der Raberbahn in Österreich ausschließlich eine Bundesfinanzierung mit einem gewissen Eigenfinanzierungsanteil der Raberbahn so ausschaut. Das Burgenland ist hier draußen. Ich sehe das ein, weil ich will die korrekte Begriffsverwirrung des Herrn Elsner nicht noch weiter treiben. Die Raberbahn ist nämlich keine Nebenbahn, sondern eine Hauptbahn. Wir sind eine Hochleistungsstrecke und auch TSI unterworfen. Das glaubt man zwar nicht jeder, aber es ist so. Also die zweite von uns betriebene Strecke, die Neusiedler Seebahn, bei der handelt es sich tatsächlich um eine vernetzte Nebenbahn. Aber wir sind Hauptbahn und haben einen Bundesanteil als Eigentümer. Und da haben wir gesagt, wir stellen die Finanzierung um auf Bundesfinanzierung. Also Herr Kollege Zingel, also beim nächsten MIP, beim 9., also könnt ihr euch dem ganz entspannt nähern, dem Thema Raberbahn. Aber ich verhehle nicht, dass wir natürlich im Personenverkehr weiterhin Geld nehmen. Ich war mein Lieblingsverkäufer, von Zeitungsverkäufer im Augustinverkäufer am Westbahnhof, der hat dann gesagt, ich nehme heute auch Falschgeld. Also wir nehmen alles, was die Verbesserung des Personenverkehrs erheischt. Sie sind heute mit dem CityJet gefahren, der ÖBB. Und ich zeige hier, nicht um Kollegen Elsner zu ärgern, ganz im Gegenteil, weil wir haben folgendes Problem. Die Raberbahn investiert in Österreich in andere Triebwagen als im größeren ungarischen Teil. Dort haben wir Stadler Flirt, oder Flirt, je nachdem es will, ungarischer Ausdruck, der Flirt,
und in Österreich eben die Zero Mainline, eine differenzierte Einkaufspolitik aus dem Grund, weil wir von Haus aus ausgegangen sind von dem sogenannten Flügelkonzept. Das Kollege Elsner in einem seiner Charts, so gut will ich nicht, meine Leute sind schon gut, aber ich kann es nicht bedienen, die fahren auch da auf der Bühne zusammen. Aber jedenfalls, das war das Ziel. Und was heute wir Ihnen gezeigt haben, ist eine Illusion, weil das CityJet noch im Planbetrieb in dieser Region nicht unterwegs sein darf. Er könnte es, aber es ist hier die Finanzierung im Dreieck Bund, Land Burgenland und ÖBB Personenverkehrs AG noch nicht geklärt. Und das macht mich als Rauberbahner traurig, weil ich derzeit mit diesen hochqualitativen Triebwagen auf der Neusiedler Seebahn und auf der Rauberbahn einen Inselbetrieb betreibe. Und es kommt nämlich eins, ist mein Kollege, der Herr Bezirksvorsteher Stefan, den von Favoriten, ist nicht mehr da. Er hat gesagt, er hätte es kein Exodus gegen mich gerichtet. Aber ich habe im Vorgespräch habe ich mit ihm darüber gesprochen, dass der Bezirk Favoriten ist, glaube ich, also vor Graz die zweitgrößte Stadt Österreichs, wenn man es von der Bevölkerungszahl nimmt. Favoriten führt am 4. September 2017 die Parkraumbewirtschaftung ein. Das heißt, es wird ein positiver Druck auf das Burgenland entstehen, weil dort die Zahl derer, die mit burgenländischen Kennzeichen ins Favoritengebiet einfahren werden, weil sie zahlen müssen. Und dadurch wäre für uns im Burgenland die ÖBB Personenverkehrs AG und die Rababahn eine zusätzliche Chance, Fahrgastpotenzial zu nutzen. Und ich bedauere das daher, jeden Monat und jedes Jahr, wo diese Einigung zwischen Bund, Land und ÖBB aussteht, um dieses Flügelkonzept mit CityJet ÖBB und Rababahn Ventus auf die Beine zu bringen. Also ich hoffe in unserer aller Sinne, dass das möglichst bald der Fall sein wird. Bevor ich ein paar kritische Bemerkungen anbringe, weil sonst darf ich nicht weiterreden, das ist die Erwartungshaltung an mich, mache ich aber meinen Positivteil fertig, damit es nicht so auffällt. So, ich wollte hier nur zeigen, das ist das Einsatzgebiet, wo wir derzeit in Kooperation mit ÖBB Personenverkehrs AG fahren mit dem Ventus. Und da gibt es jetzt eine Zusatzbemerkung von mir. Natürlich freut es uns, dass wir teilweise aus Umlaufgründen mit unseren Garnituren auch nach Bratislava Peterschalk, also früher Pressburg-Engerau genannt oder ungarisch Pozsó in Ligetfalu, selbstverständlich freut es eine österreich-ungarische Firma mit ihren Triebwagen in der ehemaligen ungarischen Hauptstadt aufzutauchen. Das ist ein Orbán-freites sicher auch, dass wir das machen. Aber es ist nicht das höchste Lustgefühl der Umlauftechnik. Also wir wollen, Kollege Elsner, weiterarbeiten in die Richtung. Ich freue mich sehr, dass wir das in konstruktiven Gesprächen gemeinsam geschafft haben, diesen Umlaufplan. Aber vielleicht in einer zweiten Stufe wäre es mir lieber, wenn wir das Kipferl fahren würden, also Deutschkreuz, Wien und dann runter nach Bamhagen, Fertö, St. Miklós. Aber da werden wir Gespräche führen, weil der natürliche Weg von Ödenburg nach Pressburg ist nicht über Wien, bei aller Wertschätzung, sondern über Eisenstadt. Wenn Sie die Karten anschauen, nur geht das nicht, weil die Ostschleife Bahndorf ja 1979, also in den Orkus der Eisenbahngeschichte, geschickt wurde. Ach nein, ich habe gedacht, ja, das ist die Zensur. Nein, bei dem Bürgermeister weiß man das. So. Ich weiß weder vor noch zurück, aber ich werde es schaffen. So, warten Sie mal. So.
sage jetzt die Goodies, die wir angestellt haben. Wir haben in den letzten 4 Jahren in der Rababahn österreichischer Betrieb samthaft 52 Millionen Euro, was für eine Bahn unserer Größenordnung ja durchaus beachtlich ist, investiert in Bahnhöfe, in das rollende Material, also die Triebwagen und eine neue Sicherungstechnik. Also wir haben, ich zeige Ihnen da den Teil, eben die Streckenbeschleunigung Mühlendorf, Neufeld an der Leiter, insgesamt also 10,5 Millionen Euro. Da ist das Burgenland noch angeführt, weil da hat es noch mitgezahlt, also beim 7. Programm, das haben wir korrekt gemacht. So, Bahnsteigausbau, alle Bahnhöfe 55 cm Eckhöhe, teilweise Bahnsteigdach, also Fahrgastinformationssystem. Haben wir gemacht, Sie sehen Sie Mittelbahnsteig Ulker-Brodersdorf. Hier sehen Sie die Investitionen in die Sicherungstechnik. Wir werden ab nächstem Jahr in einer Kooperation mit der Neusiedler Seebahn die Fernsteuerung der beiden Strecken, Rauberbahnstrecke und Neusiedler Seebahnstrecke von Ulker-Brodersdorf aus durchführen. Damit ist das aber ein weiteres Investment von 7 Millionen Euro allein für die Sicherungstechnik. Und jetzt habe ich schon gesprochen über die Triebwagen. Ich suche jetzt wieder einen Triebwagen, weil ich habe jetzt meine Nummerierung. So, da ist er. Da sehen Sie also die Eckdaten, wofür ich mich noch einmal bedanke, dass es gelungen ist. Ich meine, es ist nicht so schnell gegangen, wie es heute erzählt, aber es ist gelungen, mit dem Land Burgenland hierüber eine Haftung abzuschließen, sodass wir auch die Zukunftssicherung, die Weiterverwendung dieser Triebwagen dann garantieren können, wenn wieder erwarten, nicht wir bei dem nächsten Verkehrsdienstevertrag zum Zug kommen sollten. So, meine Damen und Herren, jetzt ein paar Schnurren aus dem Eisenbahnerleben, weil ich sage, wir haben eine große Verpflichtung gegenüber unseren Bestellern und eine große Verpflichtung gegenüber den Steuerzahlern und den Fahrgästen. Und wir haben uns heute gegenseitig alle mit sehr viel Fortschrittslob, also Weihrauch gegenseitig angereichert, aber dieses Anreichern ist nur dann gerechtfertigt, wenn wir versuchen, gewisse Dinge, die nicht gut funktionieren, einfach zu optimieren. Und ich erzähle Ihnen jetzt ein paar Beispiele. Ich bin ein alter, nicht nur Bibelleser, auch Fahrplanleser. Wir fahren heute, trotz dieser Investitionen, die ÖBB-seitig und Rababahn-seitig heute zur Sprache gekommen sind, auf der Relation Wien Hauptbahnhof, schrägstrich früher Südbahnhof, Schopron, um 6 Minuten langsamer als vor 25 Jahren. Damals sind wir gefahren mit irgendwelchen Gräben, 50, 47er, 21, 43er. Ich habe es dargestellt, der Kollege Elsler hat es dargestellt, womit wir heute fahren. Aber es ist 6 Minuten langsamer. Weil wir haben also die Umrüstung in Ebenfurt, früher Diesel auf Elektro, hat er in 5 Minuten geschafft, dass er jetzt einfach die eine Saftware auf die andere Saftware umstellt, braucht er Minuten länger. Dann haben wir sicherheitshalber auf der Botendorfer einen Baustellenzuschlag, weil da wird ja umgebaut. Und dann fährt mein Lokführer, wie vor 3 Tagen, ich saß bei ihm am Führerstand, fährt er statt 140, 100, weil er sagt, Chef, wir haben so viel Reserve, so langsam kann ich gar nicht fahren, dass ich den Fahrplan einhalte. Und dann haben wir noch einen Zusatzhalt in Ebrechtsdorf. Das sind so Dinge, wo uns Personenverkehrsunternehmern Betrieb und Infrastruktur rollen, aber auf Rücken der Fahrgäste. Also das sollten wir überdenken. Das zweite ist beispielsweise dieses Flügelkonzept vom Kollegen Elsner, das er so eindrucksvoll dargestellt hat. So ist es meistens. Aber nicht immer. Zweimal in der Woche fährt, wie gesagt, einen Einschub. Die Bahnhof Neusiedl am See ist ja Teil
der Betriebsführungszentrale Ost, also die Zentralisten, Herr Professor Monheim, wirklich den Technikern hat das Handwerk gelegt. Sie bilden sich ein, dass man das österreichische ÖBB-Netz aus 5 zentralen Betriebsführungszentralen steuern kann. Und die wir gehören, also der Bahnhof Neusiedl gehört zu Wien, da sitzen gescheite Leute, glotzen in den Monitor und erleben eine gewisse virtuelle Realität, das nämlich die, dass der Zug aus Wien Hauptbahnhof in Neusiedl eingefahren ist. Darauf kriegt der Zug von Neusiedl nach Wulker-Brodersdorf das Abfahrtssignal, fährt davon, weil er virtuell der andere eh schon dort ist, aber der kommt erst 2 Minuten später. Jetzt auf die Frage hin, na, ich hab so bis vor ein paar Monaten einen Vorrangsleiter dort sitzen. Nein, der sitzt zwar dort, aber woanders, als Notfallskoordinator. Und dass der Zug jetzt 2 Minuten früher ausfährt, ist in seiner Wahrnehmung kein Notfall, sondern ich hopp dann dort 2-mal in der Woche und hat der Herr Elsner und ich große Freude damit, wenn da 70 bis 80 Passagiere in unverwechselbaren herzerischen Worten uns für deppert hassen. Das ist doch ÖBB oder Rabobahn. Und ich sage nur, wir vergraben unendlich viel Geld. Durchaus. Vergrämen damit Fahrgäste und das bedarf der Optimierung. Zuerst Herr Professor Monheim, da habe ich mitgeschrieben, was ich gesagt habe, die Korridor und die Bonzenbahn. Das hat mir gut gefallen, das Bonzen überhaupt. Das mag ich. Nämlich die Gefahr, meine, Sie lachen jetzt, aber die Gefahr besteht ja durchaus nach wie vor. Wir bauen ja und wir applaudieren im Burgenland, dass die Bottendorfer jetzt endlich zweigleisig ausgebaut wird. Wir erhoffen uns auch für den Regionalverkehr im nördlichen Burgenland daraus Fahrzeitgewinne. Nur worüber philosophiert man schon? Dass man in Ebrechtsdorf den Rex wieder auf Zeiten stellen, damit ja der Railjet durchkommt. Weil der Railjet muss ja mit der Neustadt zur selben Knotenzeit wie auf der Südbahn erreichen und daher wird man voraussichtlich, wir werden dagegen intrigieren. Meine Kollege Elsner, ich hoffe, Ihre Kollegen sind auch schon unterwegs bei den Betriebler, dass man das aufhört. Weil eines, und ich verstehe auch das Burgenland manchmal nicht, 85% der Passagiere in Österreich sind Nahverkehrspassagiere. Die werden von euch bestellt. Und ich kriege zwar immer zu wenig Geld, aber ich sage trotzdem, ihr zahlt viel Geld dafür. Und der Bund auch. Und dann werden einfach die Bonzenzüge und die Railjets sind im Vergleich nichts anderes. Die lassen wir durchfahren. Unser Regionalverkehr bleibt langsam. Bei diesen Investments, die kommen. Also da bitte habt ihr jede Unterstützung von uns in der Auseinandersetzung mit Fernverkehr, um gewisse Dummheiten zu verhindern. Eine Dummheit, meine Damen und Herren, kann ich nicht mehr verhindern. Das ist die ewig sich ziehende Diskussion um die Schleife Ebenfurt. Mir ist nur schlecht geworden, wie ich da alt genug, dass ich schon in den Archiven blättere. Und ich habe dort ein Angebot der Eisenbahnhochleistungsstrecken AG aus dem Jahr 1998 für die Errichtung einer eingleisigen Schleife Ebenfurt. Ausbindend bei Wampersdorf entlang der A3, eingleisig elektrifiziert mit zweigleisigen Planung, Einbindung in den Istbestand bei Mühlendorf. Preisfrage, um wie viel? Das war noch damals echtes Geld. Sie werden es nicht glauben, 78 Millionen Schilling. 1998. Jetzt stehen wir bei der Planung der Schleife Ebenfurt bei einer Größenordnung von 200 Millionen, allerdings nicht Schilling, sondern Euro, weil eben,
um gewisse Fernverkehrsnotwendigkeiten, Railjet und so weiter, schlag nach bei mir vor 3 Minuten, dadurch gewisse kompliziertere Überwerfungsbauwerke notwendig sind. Das heißt, wir haben hier alle gemeinsam 20 Jahre vergeigt. Und wir hätten damit einen Fahrzeitzuwachs von 10 Minuten locker. Und was das für die Pendler heißt, das ist täglich 20 Minuten, das ist schon was. Das nächste, was nicht wir vergeigen, sondern anders wie vergeigt wird, aber es derzeit nicht erlaubt ist, in Alternativen zu denken, ist eine weitere ewige Schleife, nämlich die Schleife Eisenstadt. Ich höre nur gerüchteweise, dass es da in Wulka-Brodersdorf irgendwelche Eingaben gegeben hat, mehr als 1000 Stück, ich weiß es nicht genau. Also ich habe nicht den Eindruck, dass durch die jetzige Übung der Gemeinde, der Marktgemeinde Wulka-Brodersdorf, hier eine schleifenerrichtungsbeschleunigende Maßnahme gesetzt wurde. Und ich bitte, eines beachten zu dürfen. Wir haben gesagt, die Raberbahn ist unter der Voraussetzung, dass das von Elsner skizzierte Flügelkonzept kommt, selbstverständlich für diese Schleife Eisenstadt. Allerdings, wenn sie noch nicht kommt, dann gibt es auch da die Möglichkeit im Zuge des Flügelkonzeptes, umsteigfrei in Wulka-Brodersdorf nach Wien zu kommen. Es war ja kein Gaude, dass wir da einen Mittelbahnsteig und einen Seitenbahnsteig errichten, sondern das haben wir getan, um für die Übergangszeit bis zur Errichtung der Schleife Eisenstadt eine bessere Anbindung umsteigfrei zu finden, beziehungsweise, Gott mag abhitten, die Schleife kommt nicht, haben wir auch eine Lösung, weil Sie wissen, Österreich und die Eisenbahn speziell lebt ja von jahrhundertealten Provisorien. Die zweite Geschichte, was eine Voraussetzung der Schleife Eisenstadt ist, ich sage das nur zeithistorisch, Taktknoten Eisenstadt hat ja nur dann einen Sinn, wenn dort was vertaktet wird. Aber derzeit wird ja dort nichts vertaktet, weil jener Teil des Konzeptes, nämlich die Busanbindung, glaube ich, noch der Verwirklichung hart. Also wollte nur sagen, man sollte es da einfach kritisch nachdenken. Letzter Aspekt, weil Burgenland ist groß, Nissl sagt immer, also Burgenland ist wie Chile, nicht sehr breit, aber furchtbar lang. Südburgenland, steirische Ostbahn. Ich halte es für gelinde gesagt, für verkehrspolitisch für zweifelhaft, dass wir 2023 einen Choralm-Tunnel fertig haben. Der kommt, ob er den jetzt will oder nicht, der ist im Bau, wird fertig. Wir haben mit teurer EU-Unterstützung, 85%iger EU-Unterstützung in Westungarn, die Strecke, eine Dame deutet, Schuld ist die Frau, eine Blondine ist schuld, die so, ja, das war okay. Ja, wirklich, eine blonde Dame, nein, es ist echt. Wer mich gleich bessert, bin's gleich. Seit Konrad Graz. Wir haben ein teures Geld, 85% EU-Finanzierung. 250 Millionen Euro die Strecke Schopron-Sombartei sein Gott hat ertüchtigt, haben dort den Missing Link bis Graz, haben dort im Süden Heiligenkreuz, also einen Möchtegern-Industriestandort, es könnte ja was draus werden, und wir haben keine adäquate Bahnverbindung. Die Autobahn fordere ich als Eisenbahner nicht, das lese ich in der Zeitung, ist nicht mein Revier. Aber ich glaube, wenn Verkehrsministerium und ÖBB-Infrastruktur, Kollege Elsner, es geht, meine kritischen Bemerkungen richten sich maximal an Betrieb und Infrastruktur. Und ich weiß, Sie dürfen dazu nichts sagen, es ist die Konzerndisziplin, deswegen kann ich auch da viel lockerer reden. Und ich weiß, der Kollege Elsner denkt sich das wahrscheinlich auch, aber ich darf es sagen. Und dass wir dieses Projekt
2025 irgendwann die Steirische Ostbahn realisieren, halte ich für verkehrspolitisch frivol. Ich weiß mich da auch mit einem Klassenfeind eines Sinnes, ich weiß, dass die Industriellenvereinigung Burgenland da auch Aktivitäten setzt, weil sie haben Sorge um den Industriestandort südliches Burgenland. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass Sie so lange mich ertragen haben und danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und diese Unterbrechung war schon mal.